aufgestellt, aber es wird, wie gesagt, dann nicht ausgespielt. Ja, aber ja, wie gesagt, Runner Thieves müssten gewinnen und Optik müssten gewinnen. Dann gibt es nur ein Teil, das ist die einzige Möglichkeit. Okay, Echo Fox hat ja gestern ziemlich getrollt. Und Modern Thieves spielen in letzter Zeit echt gut. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Sie sind auch bis ein Sieg hinterher. Ja. Es ist halt wirklich Platz 1 gegen Platz 3, wenn man so möchte, aktuell. Ja. Also ich meine, wir haben jetzt halt zwei Spiele. Ja? Das heißt, insgesamt gibt es halt vier Szenarien. Eins davon führt zu einem Spiel, eins davon führt zu vier Spielen und die anderen beiden führen zu fünf Spielen. Ich meine, Echo wovon Fox, eins in fünf geteilt ist. Die haben halt immer noch ihre zwei Spieler auf der Ersatzbank. Also der Monte und Papa Chao, die halt wieder spielen. Haben wir jetzt auch 100% Winrate? Ja, ich meine, für Echo Fox ist die Situation insofern komfortabel, als dass sie quasi ein Best of Three gegen 100 Thieves spielen mit einem Spiel-Advantage. Also das heißt, im Prinzip steht es für sie quasi 1-0. Wenn sie gegen 100 Thieves gewinnen, sind sie safe 1-1. Erster. Und dann geht's halt nicht. Ja, wenn sie verlieren, gibt es einen Tie um den ersten Platz zwischen den beiden. Ja, dann spielen sie nochmal. Und dann sind die beiden halt auch durch. Aber letzten Endes, wie gesagt, es kann wirklich ein langer Abend werden. Oh, als erstes lockt mir hier direkt Rice ein. Rio ist da auf jeden Fall sehr erfahren. Diesmal haben wir auch den Swain wieder gebannt. Also man hat auch im letzten Game, glaube ich, gemerkt, warum er so gerne auf 8.5 gebannt wird. Er war halt wirklich ein absolutes Monster. Ja. Unüberwindbar. Ich glaube, sowas kannst du halt wirklich bloß mit extrem starken Pokecoms bekämpfen. Im Übrigen, da ja die meisten Szenarien dazu führen, dass wir fünf Spiele haben. Franz, falls du uns zuhörst, ja, Zitat Franz, es wird keine Doppelschichten mehr geben. Ist ja keine Doppelschicht, ist ja eine Schicht. Ja. Mit doppelten Spielen. Das ist richtig. So verkauft man das dann auch immer. Schöne Marketing. Ja, ja, Caitlyn eingeloggt und Sejuani eingeloggt. Ja, Varus ist nicht gebannt. Von Iskana ist nicht gebannt. Hier hat man Sejuani halt höher priorisiert. Kann man machen, also es ist halt ein besser Teamfight-Pick. Ich mag Skarner aktuell lieber. Ich mochte ihn zum Anfang überhaupt nicht. Bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich mochte ihn am Anfang und jetzt mag ich Sage lieber. Das ist jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, um das Ganze damit aufzuräumen. Dadurch, dass Olaf draußen ist, hast du halt auch nicht mehr so viele andere Optionen. Zerg ist halt noch eine Option, aber Zerg finde ich halt wieder so ein bisschen schwächer als Sejuani. Es nimmt sich nicht viel, aber so ein ganz klein bisschen. Einfach nur durch den Fakt bedingt, dass halt Sejuani mit ihrem Dash einfach seinen Sprung unterbrechen kann. Gleichzeitig hat man noch kein AD-Carry gewählt, also da ist die Luft natürlich so ein bisschen enger, weil Caitlyn schon gepickt wurde. Aber ich denke, man muss jetzt hier für Varus-Bann gehen. Varus-Brom durchkommen zu lassen, wäre, denke ich, eine nicht so gute Entscheidung, wenn Echo Fox sie treffen sollte. Sie selber nehmen sich hier noch den Azir wahrscheinlich für die Midlane mit. Es ging Ryze halt auch ein leicht negatives Matchup. Das ist aber okay. Also ja, du hast am Anfang noch über die Reichweite in Poke. Später natürlich, also im Prinzip beide Champions skalieren gut. Der eine eher Single-Target, der andere eben AOE. Jetzt muss aber der Varus-Bann kommen. Wenn sie Varus hier offen lassen, dann ist Schicht im Schacht für die Botlane. Varus-Brom, egal was du halt Caitlyn zur Verfügung stellst, wird da nicht so angenehm sein. Und Tristana wird auch gebannt. Ist mit Brom auch nicht schlecht. Kog'Maw wäre halt noch eine Option für 100 Thieves. Allgemein haben sie halt viel offen für die Botlane. Auch wenn du halt die Varus rausnehmen solltest. Gesundheit. Oh, Verzeihung. Auf der anderen Seite sollte man natürlich eher Supporter bannen. Ja, da ist Alistar gebannt. Tahm Kench ist auch noch sowas, was man tendenziell bannen könnte. Wenn man denn wollte. Aber auf der anderen Seite muss One of the Thieves ja auch schon mal einen Schritt weiter denken und überlegen, okay, wir müssen dann, also wahrscheinlich wird Echo Fox gleich den Supporter picken. Das heißt, sie werden den Toplaner picken, die man dann schon vorbereiten kann mit dem Bann. Ich würde ganz ehrlich hier noch einen Thresh rausbannen. Ich finde Thresh super gefährlich und er hat mit dem Flay auch noch eine Möglichkeit, halt diesen Zack-Age zu vermeiden. Varus bleibt offen, dafür wird Jinx gebannt. Und Camille ist noch offen für die Toplane, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also Toplane ist hier noch sehr, sehr unberührt geblieben, was die Bans angeht. Lediglich der Gangplank, der rausgenommen wurde. Das ist halt, wie gesagt, der Schritt, den man mit Thieves gehen kann, dass sie jetzt sagen können, okay, dann lassen wir halt Tahm Kench offen, bannen dafür Camille und picken dafür gleich Gangplank oder sowas. Ne, wobei der ist ja auch gebannt. Nevermind. Aber Gnarl zum Beispiel. Ja. Aber sie entscheiden sich dafür, den Tahm Kench zu bannen. Frage ist halt, was hat Huni vorbereitet, wenn es wirklich ein Camille Toplane-Pick wird? Ich glaube, das ist halt extrem schwierig für sie. Und ich sehe halt fast keinen Ausweg, da an Camille vorbeizukommen. Morgana wird jetzt hier mit eingeloggt, okay. Aber Morgana sollte für Varus zum Beispiel auch gar nicht so das Problem darstellen.
Also für mich ist es eine ganz klare Situation, wo du einfach für Varus gehen solltest. Ja, aber du hast trotzdem mit Caitlyn Morgana Pressure, einfach weil, also mit, du hast halt Range-Champion, auch gleichzeitig Push-Potenzial über dein W. Und das Black Shield ist natürlich nicht schlecht, um halt einiges zu verhindern, was auf der Botlane A möglich ist und B auch gegen einen Ryze später durchaus hilfreich ist. Es wird ein Jhin. Aber macht Jhin an der Stelle wirklich Sinn? Du hast natürlich einen Long-Range-Follow-Up, das darf man nicht vergessen, du hast schon viel CC im Team, hast das schöne CC-Shame. Das Problem, was ich bei Jhin so ein bisschen sehe, der Black Shield ist halt hier unfassbar stark. Du kannst ihn halt einfach nicht durchdringen, dadurch, dass du halt selber normalen Schaden verursachst und das Ding halt magischen Schaden abfängt, kommt der Schaden zwar trotzdem durch, das ja, aber der CC kommt nicht durch. Das heißt, derjenige, der halt von deinem Ult als Jhin anvisiert wird und einen Black Shield hat, den kannst du halt nicht slowen, der kann halt viel, viel besser sidesteppen. Ich finde Jhin schon riskant und Jhin Braum haben halt auch fairerweise nicht die beste Synergie. Ja, allein weil nur 4 Schüsse. Also generell bin ich persönlich ebenfalls sehr skeptisch. Weil jetzt den Gnarl noch gegen Cho'Gath. Das ist fein. Das ist jetzt nicht das beste Matchup für Cho'Gath, aber er kann spielen. Ja, also letzten Endes hat Echo Fox trotzdem, finde ich, den besseren Draft. Auf der Midlane kleinen Nachteil, aber auch auf den ersten Leveln voll in Ordnung für Azir. Später kann er halt die Wave schnell genug clearen. Du hast Pressure auf der Toplane, du hast Pressure auf der Botlane. Also gutes Scaling ebenfalls am Start. Musst halt ein bisschen aufpassen. One of Thieves haben sehr guten Engage, weil sie die Jhin Ultimate ja auch zum Initiieren benutzen können, damit Zac reingeht oder umgekehrt natürlich. Also, ich muss aus allem sagen, wäre der Jhin-Pick vielleicht ein anderer Champion gewesen, hätte mir das Ganze halt noch ein bisschen besser gefallen. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist der einzige Pick, der mir halt so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Aber er bringt natürlich auch viel Early-Mid-Game-Pressure mit, das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber das ist egal. Also, Caitlyn Morgana hat trotzdem Pressure gegen sie. Ja, auf jeden Fall. Da ist natürlich der Poke schon gegeben, aber Jhin kann da natürlich, zumindest was Wave Pressure anhält, mit der Dancing Grenade noch ganz gut gegenhalten. Ich wäre da trotzdem für Varus gewesen. Es war für mich halt einfach eigentlich eine glasklare Angelegenheit. Aber nun gut, ich bin gespannt, wie der Jhin performen kann. Er wurde ja gebufft und wir sehen ihn. Gestern haben wir ihn, glaube ich, einmal gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Oder war es sogar zweimal? Ich glaube, einmal bloß. Einmal. Und da hat auf jeden Fall nicht schlecht funktioniert. Ich meine, er ist ja auch gebufft worden. Auch, dass du mit seinem W jetzt einfacher stunnen kannst. Ja, und Jhin wurde auch gebufft. Das habe ich gerade gesagt. Ach was. Dir geht's noch viel zu gut. Ja, klar, ich habe Spaß. Ja, das ist ja auch eine LCS, da muss man ja Spaß haben. Ja, also, ne, das Y in der LCS steht ja auch für großartigen Spaß. Das war mir zu hoch. Ja, ja auch. Auf geht's. 100 Thieves gegen Echo Fox. Ein sehr wichtiges Spiel, was den weiteren Verlauf der NA-LCS angeht. Sollte 100 Thieves das Ganze gewinnen, haben wir zum einen die möglichst geringere Situation, was die Tiebreaker-Situation angeht. Und wir hätten halt quasi den Kampf um Platz 1 in der Tabelle danach. Und zwar nochmal zwischen Echo Fox und 100 Thieves. Sollten sie verlieren, hat Echo Fox damit schon mal Platz 1 gesichert. Und damit wissen wir auch, wer zumindest vor den Playoffs dort die Tabelle anführen darf. Interessant natürlich auch, Cody ist dann direkt mit den Schuhen gestartet. Man bringt das beste Stain mit. 4 Pots in so eine Lane mitzunehmen ist schon gar nicht so verkehrt. Man sieht ab und zu sogar die Variante mit dem Durans Ring. Weil du halt einfach damit ein bisschen mehr mit deiner Granate arbeiten kannst. Ja, das war damals auch, als Jhin schon mal Meta war, eine oft gesehene Variante. Du hast halt Mana-Probleme am Anfang. Aber hier sind die Schuhe halt einfach vertretbar aus dem Grund, dass du ja das Binding von Morgana möglichst gut dodgen möchtest. Du hast viel Sustain gegen den Poke mit dabei. Und auch gegen Caitlyn kannst du da viel besser sidesteppen. Also ich finde die Schuhe hier vollkommen okay. Ja, also sie haben ihre Berechtigung. Aber du hast damit es noch ein bisschen schwieriger auf der Lane, was die Trades angeht. Also du willst halt never ever willst du traden. Und es ist auch noch schwieriger, sage ich mal, rauszupushen damit. Das stimmt. Das Lane Domination ist hier natürlich eher ein bisschen schwieriger zu erreichen. Wir sehen natürlich auch Durans Blade und auch den, ja, das AP-Item, das AP-Support-Item bei Morgana. Dadurch, ja, das signalisiert ja immer schon so ein bisschen, hey Freunde, wir werden aggressiv spielen. Na gut, aber ich meine, was wäre die andere Alternative auf Morgana gewesen? Naja, hast du eigentlich keine. Du hättest aber auf Caitlyn durchaus eine Variante gehabt. Bitte? Ja, das stimmt. Aber wozu? Also ich meine, du hast du hast das Pressure-Matchup. Nee, das ist ja vollkommen richtig. Das war ja keine Kritik oder so, das war halt bloß eine Feststellung.
Dreht sich einfach Toplane. Shogat selber hat sich da nicht großartig den Dorans Schild mitgeholt. Will also wirklich den Poke voll mitnehmen und sich nicht gegenheilen. Hat sich dafür die Dorans Ring-Variante entschieden. Gibt ihm natürlich mehr Mana für Lane. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Aber macht ihn auch anfälliger. Jungle haben wir soweit erstmal nichts Neues. Sejuani und Zac beide mit dem Medaillon gestartet. Können sich dadurch auch gut hochheilen. Sind auch beide sehr ähnlich, was den Clearspeed angeht. Das nimmt sich jetzt überhaupt nichts. Der Engage von Zac ist halt, was den frühen Spielverlauf angeht, nicht ganz so knackig. Er skaliert quasi mit dem Sprung in diesem Spiel. Je mehr Punkte er in diesen Sprung investieren kann, desto besser wird es für ihn. Ich weiß gar nicht, worauf Dardoch wartet. Das ist eigentlich eine optimale Situation. Rio ziemlich weit vorne, hat keine Läuterung dabei, muss er sofort flashen. Wenn der Engage kommt, er versucht mal unten rauszugehen, aber da geht's hinterher und da geht der CC nice durch. Und er kann nochmal wegkommen, weil Meteor Sword da ist. Oh, ein Glück. Aber wir müssen ja für One-Up Piece hier schielen. Ja, aber auch. Er sehr gut, beide, Rio! Beide Summoners raus. Ja, man kann beide Wards ja auch nochmal mitnehmen. Unten das Binding hier trifft auch nicht. Ah, das ist halt schwierig. Gerade als Rice, wenn du halt im frühen Spielverlauf halt sehr immobil auf der Lane bist und noch keine Läuterung mit dabei hast, bist du natürlich gegen solche Gangs sehr anfällig. Das Pathing war auch sehr, sehr gut gewählt dort von Dardoch. Er hat sich da vorher nicht blicken lassen und kam halt sehr überraschend für Rio auch direkt in seinen Rücken mit rein. Und er hatte halt aber eine gute Möglichkeit gefunden, sich nach unten zurückzuziehen. Und mit beiden Summoners trotzdem noch geschafft, das Ganze hier zu überleben. Ja, Dardoch. Nach wie vor Botzeit, im Übrigen auch wie Meteors. Aber Chao hat sich hier sogar Cookies mitgenommen. Also er will besonders lange auf der Lane bleiben und vor allem nerven. Aber aus dem Mana voran. Finde ich vollkommen legitim. Na klar. Also. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hast du halt dafür einen Braum mit einem Minion Demetralizer. Der hier an der Stelle natürlich auch gut ist, um halt Last, die vielleicht Jhin nicht mehr packen würde, noch zu nehmen. Gerade so Cannon-Minions in einem Turret und sowas kann dir halt viel Lane-Druck wegnehmen. Und du kannst ja mit dem Minion-Metalizer und dem Targons in Verbindung das Ganze halt trotzdem teilen. Das funktioniert halt in der Kombination. Überall die Fallen schon aufgestellt. Ah, gerade wenn du dich pushen lassen musst, diese Traps, die bringen halt immer noch so ein kleines Quäntchen extra Druck mit. Schwierig zu vermeiden. Zac ist auf dem Top-Lane unterwegs. Level 4. Noch nicht die weiteste Sprung. Ist gesehen worden. Da kommt er nicht an. Hier nimmer. Ab Level 5 kriegt der Sprung halt nochmal einen richtig schönen Schub. Und dann wird die Reichweite immer noch ganz angenehm. Vor allem, dass du halt auch mal über Wände ganken kannst, ohne gesehen zu werden. Auch das ist ja bei Zac keine Seltenheit. Ja, er würde jetzt selber feststellen, da ist ein Ward gewesen. Deswegen ist das fehlgeschlagen, was ich hier vorhatte. Aber fairerweise ist Huni auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwer zu ganken. Wenn er halt nur die Ward im River hat, ist er da ziemlich fein. Dadurch Richtung Top-Lane unterwegs, der gibt mir jetzt auch hier nochmal ein bisschen Sicht. Spottet Meteors nochmal, man weiß, wo jetzt seine Ward steht. Oh, er läuft immer weit hinterher. Ja, ich meine, man Damonte sieht halt, Damonte ist unterwegs, er hat noch den schnelleren Push. Ich hatte angehend, wo Rice hat ein bisschen genervt. Sein E, wenn der sich jetzt verteilt, nur noch 50% des Schadens. Da kommt noch ein Turmschuss mit durch. Das war ein ziemlich guter Snare für Cody. Er hat halt bis wenig Mana. Einmal Mana Flow Band zwar noch parat, also er kriegt jetzt mit seinem nächsten Spell, den er nutzt, ein bisschen was zurück. Aber das wird nicht reichen, um die Lane hier wirklich entscheiden zu können. Der Pot war auch immer noch da bei Alltag. Man sieht halt, bei Cody Sun sind alle vier Pots schon raus. Ja, und auf der anderen Seite hat Papa Chao noch und man hat ja auch das Ignite. Also da muss man durchaus eben das Ganze respektieren. Insofern pushen sie da auch weiter rein. Und auch ein Jhin ist nicht der allerbeste AD Carry unterm Turm. Durch seine 4. Oh, das wäre ärgerlich. Huni hat gerade nochmal so schön den Backpot abgebrochen und trotzdem jetzt 2 Turmschüsse im Nachhinein kassiert, was ihn dann wieder angreifbarer macht auf der Lane. Meteor ist in Reichweite. Er ist jetzt Level 5. Da ist halt genau so ein Gank über diese Wand gut möglich. Aber Huni jetzt gleich Level 6 und. Aber da ist er halt noch angreifbarer auf Level 6. Ah, Knockup Flash ist da. Und jetzt gleich in der Mega-Nahform. Aber Flash ist raus. Ah, das war halt eine schwierige Entscheidung für Someday. Someday hätte theoretisch dann auch für einen guten Silence gehen können. Und hätte damit halt verhindert, dass der Gegner Flash hätte dann aber nicht mehr genug Mana für seinen Ult gehabt. Ja, was dann passiert wäre, wäre wahrscheinlich, dass Huni hätte selber ulten können und rausflashen können. Ja, das hat wahrscheinlich auch nichts geändert an der Situation. Ja. Trotzdem nicht verkehrt. Ja, Flash bekommen. Ist Meteor nicht gerade durch den Busch durchgelaufen? Hat der Control Ward nicht gesehen so schnell? Ärgerlich. Auf jeden Fall hat Echo Fox da gepinkt, aber... Das ist so der Klassiker. Wenn du halt durch den Busch durchläufst, die Ward halt ganz kurz später spawnt und du quasi mit deinen Augen schon wieder weitergegangen bist und halt die Ward zu spät registrierst. Um es haben dann jetzt dabei, die Lane zu freezen. Er zwingt Huni jetzt zu porten. Wenn Huni nicht porten würde, würde er halt locker 1-2 Waves verlieren. Er hat einfach eine Wave, die halt gerade in den Gegner reinpusht. Da sieht man es, er muss für den Teleport gehen. Someday kann damit halt seinen Teleport-Nachteil wieder wettmachen.
Wenn er zum Beispiel an der Stelle jetzt die Minions nicht so getankt hätte, wie er es getan hat und nach vorne zieht, würde die Lane halt gefreezed in der Mitte und Sun müsste gar nicht porten, sondern könnte einfach auf die Lane laufen und dadurch nicht mehr großartig was verlieren, vielleicht 2-3 Minions, was ihn natürlich eher nicht so tangieren würde. Weil man sieht halt schon, Cody Sun fällt im Farm ab. Wie gesagt, er kann da nicht zu viel dran ändern. Oh, Robert ist drauf. Snare wird hier gut mit dem Splash Hit geblockt. Jetzt kommt Zack hinterher geflogen. Splash Hit ist mal noch da. Er wartet. Cube Connected. Er flasht jetzt wie Papa Shao. Ah, die Cube saß richtig gut. Das muss er sehen. Das muss Papa Shao einfach lesen. Hat das zu spät erst erkannt. Meteos hat sich hier... Oh Gott! Okay. What the? Why? Cody Sun hat Heal up. Und niemand... Warum? Da hat man es anscheinend nicht für nötig befunden. Das war ja nicht mal der Heal. Man hat sich auch einfach davor stellen können. Ja! Ja gut. Opfer müssen gebracht werden. Da wird Aphromore anscheinend zum Märtyrer gemacht. Also das Ganze hier gut angefangen. Der Slow trifft hier. Dann kommt der Black Shield. Der ist, wie gesagt, für Jhin einfach nicht zu durchdringen. Mietas kommt hinterher. Aber zieht absichtlich auf All-Tag. Wartet darauf, dass der Black Shield da hier ausläuft quasi. Und Papa Chao hatte schon früher flashen müssen. Das ist halt einfach sehr einfach zu antizipieren und kann halt durchaus hier gemacht werden. Und jetzt laufen halt alle einfach los. Ja, da! Mietas, du hast noch eine Passive, selbst wenn du... Aber du wärst dann niemals gestorben. Nee, und Bock. Wenn, dann hast du noch eine Passive. Da hat man halt Aphromo einfach verkauft. Nicht verkauft, den hat man billig verschenkt. Verramscht hat man den. Jo. Auf jeden Fall muss er seinen kleinen Poppes da hergeben. Vor allem auch ärgerlich, weil Caitlyn halt im Farm schon gut vorne ist. Und dann hat man das Ganze mit einem Kill wieder ausgleichen können. Was passiert? Sie kriegt auch noch einen Kill, ja, der zwar unnötig war, aber der halt gefallen ist. Da ist diese komplette Situation mehr oder weniger egalisiert. Also. Oh, Someday, der hat immer noch sein Flash parat. Ja, muss er auch ziehen. Man muss halt einfach den Flash von Dadoch auch respektieren und auch sein Ult. Jetzt muss er aufpassen, dass er jetzt hier nicht gedived wird. Man sieht aber Dadoch klärt die Ward da oben. Da weiß man halt auch Bescheid, dass man da weniger kein Risiko zu erwarten hat. Wobei, er hat das Ganze so ein bisschen angefaked, sich erst gezeigt, dass er nach oben rausläuft und will jetzt nochmal reingehen mit der Ult. Zack ist nicht zur Stelle, ist auch weit entfernt. Haben wir keinen Flash mehr, aber er ist zu tanky. Man kriegt ihn hier nicht ganz. Ja, brennt noch ein bisschen, aber das ist egal. Und die Vasallen auch noch bekommen können. Das ist okay. Also wenn du bedenkst, dass jetzt dadurch halt sein Ult fehlt und man halt nichts dafür bekommen hat, dann kann er jetzt erstmal nicht mehr viel in Gank-Situationen tun. Gar nicht so verkehrt. Und gerade auf der Botlane sind auch Lane-Ganks halt gut möglich. Ja, mal so viel CC. Egal ob Braum oder Jhin. Schon läuft schon wieder an diesem Control-Road vorbei. Aber diesmal ist er halt auch nicht durch den Busch durchgelaufen. Man sieht ja, aber wie viel der Control-Road wert ist. Generell muss man merken, dass dieser Control-Road in diesem Push sehr oft nicht gesehen wird. Ja. Merkt euch das für die Solo-Q-Kinas. Ich meine, es ist ja auch ganz oft so, dass man halt teilweise auch irgendwo auf der Karte einfach hinklickt, um hinzulaufen und nicht sehr bewusst überall mit kleineren Klicks sich quasi bewegt. Und das Auto-Pathing führt dich halt an diesem Busch immer ganz gerne mal vorbei. Dadurch siehst du halt nicht, dass da eine Ward drin steht. Zwar ärgerlich, aber für Echo Fox natürlich dementsprechend eine sehr wertvolle Ward. Die halt schon des Öfteren mal Informationen über den Jungler des Gegners preisgegeben hat. Das ist interessant. Hat geschafft, jetzt den Botlane erstmal nicht rauszupushen. Ist dadurch auch in der Lage, diesen Drake anzugehen. Allein schon durch den Fakt, dass man weiß, dass dadurch halt kein Ultimate mehr hat, ist man hier natürlich in einer etwas besseren Position mit dem Jungler. Versucht das Ganze auch auszunutzen. Das ist auf jeden Fall der Ocean Drake, der hier an Monster Thieves geht. Ja, und Botlane wird jetzt so ein bisschen besser. Meteor ist noch auf dem Weg. Sieht aber Sejani jetzt hier. Man muss jetzt auch aufpassen, dadurch hat nicht mehr so viel Cooldown auf sein Ultimate. Nimmt sich die eine Ward noch mit. Man hat auch da unten gesehen, dass der erste Control Ward im Tri-Bush drin steht. Hat sogar noch mal eiskalt versucht, hier für den Stil zu gehen. Ja, aber das Ganze logischerweise eher halbherzig, auf gut Glück. Der Schlingel. Er geht natürlich kein Risiko dafür ein, nicht für den Grump. Na, Huni pusht halt weiter, unaufhörlich die Toplane rein. Währenddessen Damonte gegen Rio. Veteran gegen Frischling. Ah, da kannst du aber allgemein als Rice, wenn er das All-In sucht und dich halt binden kann, kannst du halt schlecht gegen traden als Asia. Ja, das war richtig. Die, sich bewegen. Hat er vollkommen richtig gemacht. Hat genommen, was ging. Sonst muss man auch sagen, ist ja einer mit denen noch immer vorne in Sachen Farmen. Kann nicht so viel Sorgen machen. Ich glaube, Huni hat, glaube ich, seinen Bumerang einmal nicht gefangen. Und wenn er einen einmal nicht fängt, heißt es auch, der hat da ziemlich viel Cooldown. Jetzt haben wir frisst noch mal einen hohen Minion, klar. Er will erstmal seine 6 Stacks sammeln, die er halt nur von Vasallen bekommen kann. Na, Alltag hat hier ärgerlicherweise nochmal abgebrochen worden und deswegen müsste er Zeit
oder generell Vasallen verlieren, wenn er zurück wollen würde. Das möchte er natürlich nicht. Cody ist dann jetzt schon mit der Geistesklinge. Wichtiges Item für ihn. Ja, Alltag und Papa Charles sind vorsichtig. Unten ist man jetzt direkt in den Busch gegangen, aber da steht ein Wort drin. Man weiß, dass Meteor da ist. Der wird hier wahrscheinlich mit dem Gank weniger erfolgreich durchkommen. Man versucht das Ganze jetzt sogar zu baiten. Man hat den eigenen Jungler da. Das Binding trifft. Sehr früh hat man damit aber schon mal... Das da doch zur Stelle. Zack Ultimate für Disengage. Aber da trifft die Siege Ultimate. Lange ist Afromo im CC. Hat jetzt sein Ultimate raus. Und dann gibt es die Jin Ultimate. Nochmal den Regage. Langer 3 gegen 3 Fight. Hat hier nochmal sich den vierten Schuss aufgehoben. Macht damit noch nicht so viel Damage. Aber auch 3 Summoners bekommen. Ich finde das, ehrlich gesagt, war das ein bisschen merkwürdig engaged von Echo Fox. Ja. Dass sie halt mit dem Binding auf dem Zack im Busch sofort signalisieren, hey Boy, wir wissen, dass du da bist. Und gleichzeitig damit halt auch den Counter-Gang so ein bisschen kaputt machen. War schon schade. Also ich denke, da wäre mehr drin gewesen. Ist halt ein bisschen stärker dort spielt. Der Monte, der kriegt von Real guten Gegenwisch. Wow! 8 HP! Das war natürlich komplett kontrolliert. Er hat genau gewusst, dass er das überlebt. Holy! Da wirklich. Also Rio wirklich alles perfekt getimed getroffen. Auch Huni muss hier flashen. Also die Solo-Lanes von 100 Thieves, die machen gerade gut Druck. Ja, die wollen Platz 1. Ja, wer kann es ihnen verübeln? Aber dass er da nicht geflasht ist. Ich meine, im Endeffekt hat es jetzt gelohnt, aber es war schon ein hohes Risiko. Das war alles andere als eindeutig, dass er das überleben würde. Und ich dachte mir schon, dass er da jetzt noch drauf geht. Also knapp was. Ja, also ich meine, 8 HP so. Da hättest du auch eine Münze werfen können. Und Rio hat wirklich alles getroffen. Man hat nichts verfehlt. Und gerade wenn du vorher noch das Siegel drauf hast, also diesen E, markiert wurde es von Ryze, macht der Q immer noch mehr Schaden. Das hat er hier halt einfach nicht. Also, was heißt nicht genug respektiert? Er hat es ja überlebt. Er hat es an sich richtig gemacht. Aber ich glaube nicht, dass so. Klar, es sind Profispieler. Sie spielen halt auf einem Niveau, das uns normalerweise fremd ist. Aber auf 8 HP sowas einzuschätzen, bei solchen Spells ist halt auch für einen Profispieler natürlich, glaube ich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Nee, das war pures Glück. Oh, der Red Buff, wow. Das wäre so der Klassiker jetzt auch gewesen. 2 HP, der tickt der Red Buff nochmal zwischen und geht dann an den Jungler, aber hier hat es nochmal geklappt. Papa Chao, jetzt sogar mit seinem Ult, Spell Shield ist eingesetzt, aber hier natürlich für Braum immer wieder die Möglichkeit rauszugehen. Ich finde sogar ein bisschen zu verschwenderisch eingesetzt, das Ganze hier. Hat die dunkle Bindung nicht getroffen im Übrigen. Ja, jetzt um ein bisschen weiter zu pressuren. Okay, aber... Jetzt müssen sie aber aufpassen. Codysan und Apomo haben halt noch alles ab. Natürlich dadurch jetzt im direkten All-In ein bisschen effektiver. Das sind sie sowieso durch das Ignite, aber das ist auch gerade auf Cooldown. Weißt du, deshalb nehme ich mir immer Ultimate Head mit. Da kann ich immer nach so einer Ult, die ich einfach rausgefeuert habe, sagen, hey Freunde, ich hätte das so für den Cooldown gemacht. Ja, einfach die Ultimate mal häufiger benutzen. Ja. Ist halt doch mehr Cooldown Reduction. Ah, die Falle, die wurde hier nochmal mitgenommen. Der Schild wird fürs Binding genutzt, um den Schaden hier so ein bisschen zu minimieren. Zack jetzt auf dem Weg wieder. Es ist beide Jungler wieder Botzeit. Es geht klar um den ersten Turm. Jetzt wartet noch außerhalb der Sicht. Jetzt wurde die Konturwort dort replatziert. Hat man sogar gesehen, dass die jetzt quasi da ausgelaufen ist. Someday ist runterrotiert. Ja, in eine Minute ist sogar noch, bis Bergdache da ist. Also interessant, dass Someday so weite Wege geht. Würde aber rechtzeitig wieder da sein, schätze ich. Jetzt der Jump, Flash schon mal. Bekommt von Alltag. Dann die Q, von hinten die Jin Ultimate. Papa, ciao! Ja, passt hier sehr, sehr gut vom Namen her. Mach's gut. Ciao, ciao. Das ist halt der Nachteil, wenn du einen Squishy Support hast. Ah, vor länger hat er kein Flash mehr gehabt. Auch hier Zack einfach mit dem Gang-Timing schön gemacht, das Ganze. Ich frage mich, wo man gerade die Control-Wort hin platziert hat. Ich glaube, Sejuani hat die gerade oben platziert, um halt den Tri-Bush zu untersuchen, ob da halt gewardet ist. Man wusste trotzdem, dass Sejuani da ist. Da stehen halt gute Deep-Wards von der Bot-Lane aus platziert. Und die Vision-Kontrolle ziemlich gut bei Round of Thieves. Auch die Solo-Lanes gefallen mir sehr gut. Also sie spielen gerade ein starkes Spiel. Das war nicht meine Control. Wo haben sie, wer hat denn die Gerät platziert, dass die einfach verschwunden ist? Ich weiß es nicht, das aber. Das war zu schade, das war die wichtigste Ward für sie, die halt am meisten Kontrolle noch gegeben hat. Aber auf jeden Fall First Turret jetzt für die 100 Thieves. Ja, hier einfach perfekt getroffen. Der Jump trifft, wird halt direkt auch der Black Shield durchdrungen, dadurch, dass der Jump getroffen hat. Man kann den Q connecten, nimmt danach Morgana einfach an der Ult mit. Von da hat er sogar nochmal gut gemacht, der probiert halt Cody-Sun in der Ult abzubrechen, schafft das Ganze auch, aber da ist es eigentlich schon zu spät. Das Ganze ist durchgekaut und 100 Thieves somit jetzt mit der Führung über die Botlane. Also auch der Jin macht sich hier bezahlt, kriegt noch den Drachen mit dazu. Ja, das wird hier getauscht. Ja, der Vorteil ist halt, dass er in dem Moment auch einen Single-Item-Power-Spike hatte, während die Caitlyn das halt nicht hat. Man das auch gut ausgenutzt hat mit der Jungle-Pressure, also da war Meteos auch immer da, wenn Dadoch auch da war.
Also ihr Warding war halt einfach extrem gut, auch wenn man jetzt noch halt auf diese untere Karte schaut und sich halt einfach nur den River anschaut, ein bisschen oben in den roten Jungle reinschaut, ist halt alles blau. Es ist halt durch und durch die Kontrolle da von One-Hand-Thieves Seite. Sie gehen halt kein Risiko ein. Das war halt auch nicht zufällig, dass der Jungler da nach unten kommt. Nein, er weiß halt, wo der Gegner langläuft, er weiß halt, wie er sich bewegt und kann dementsprechend sein Pathing halt viel, viel besser anpassen. Die Kontrolle ist halt bei Echo Fox nicht so da. Da kann man halt One-Hand-Thieves einfach bloß lobend erwähnen. Jetzt der Lane-Swap. Generell sie ja auch total im Aufwind. Echo Fox eben ein bisschen nachgelassen in der zweiten, also in der Rückrunde. Ja, aber der Lane-Swap wird jetzt gerade von ihm so ein bisschen sloppy gespielt. Brauchen zu lange. Sind ein bisschen lange unterwegs, vor allem, weil Sumdi jetzt nochmal auf die Top-Lane geschickt wird. Der Turm fällt dadurch. Aber sie versuchen, die Mitte da drauf zu setzen. Asia kann natürlich auch nicht so schnell eine Wave clearen. Der braucht so ein paar Auto-Tags. Aber so weit werden sie auch nicht kommen. Huni unterstützt das Ganze. Und sie geben den Turm damit halt umsonst auf der Top-Lane. Den hätte man nicht so aufgeben brauchen. Schnellerer Lane-Swap und sie sind halt vollkommen fein. Ja, sehe ich genauso. Vor allem, weil man halt wirklich nichts im Gegenzug irgendwie bekommt. Also weder Mitte, noch ein Kill, noch ein Objekt, die ja alle gerade nicht zur Verfügung stehen. Drache ist genommen worden, genauso wie der Herald. Generell beide Drachen bisher, aber für One-Hand-Thieves auch. Oh ja, und so ein Bergdrache mit einem Shogard im Team, wir kennen das Spielchen. Und hier ist es ja wirklich nicht nur der Shogard. Sie haben halt mit Dryce eine gute Damage-Quelle. Jhin ist jetzt gegen Nashor nicht so geil, aber sie haben halt quasi mit der Jhin vor. Oh, Rice ult, Jhin ult. Jetzt ist man dran. Der Stun allerdings wichtig hier von Dardoch. Es geht hier auch, um sie vom Turm wegzuzonen. Der hat aber noch volles Leben. Aber es sind alle Mann am Turm und deswegen sollte es trotzdem reichen. Da in der Zwischenzeit, aber Herald jetzt auf der Bot-Side. Da hat man gerade dieses Potenzial vom Black Shield gesehen, dass du halt zwar die Jhin-Ultimate triffst, aber du kannst ihn halt nicht slowen. Du fügst halt ein bisschen Schaden zu, das reicht nicht ganz. Und Herald hier auch gut eingesetzt, also so wird man auch einzig und allein in der Lage sein, diesen Turm nochmal zu tauschen. Damit ist aber auch die Bonuskarte, diese Trumpfkarte dann verschenkt. Ja, aber dafür musst du halt nur einer sein. Man kriegt auch den Turm auf der Midlane, eben weil, wie gesagt, nicht alle auf der Botlane sein musste, um diesen Turm zu bekommen. One-Hand-Thieves, die auch waren komplett auf der Botlane. Ich werde das jetzt wahrscheinlich aber auch mit dem mittleren Turm beantworten, wenn das Ganze versuchen auszugleichen. Der Herald kriegt hier sogar nochmal einen Charge durch. Ja, für Shogard leider auch nicht der Herald, den er halt sonst bekommen würde. Also auch den zu fressen, bringt halt nur einen normalen Stack und halt nicht so einen Legendary-Stack. Deshalb braucht er auch das halt ultig einsetzen. Er hat seine 6 Stacks halt schon gesammelt. Ist auch kein Problem für ihn. Ich weiß gar nicht, war er beim Drake-Fall mit der Ball, hat ihn gefeastet? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Aber ich denke auch nicht. Das sind jetzt wirklich bloß die 6 Decks, die er halt über Vasallen gesammelt hat. Auch er geht hier als zweites Item Richtung Warmbox. Für ihn ist es halt noch ein leichtes 3000 Leben wirklich zu erreichen und damit halt diesen Regenerationseffekt zu haben. Muss aber gleichzeitig als erstes Item trotzdem Righteous Glory bauen. Einfach nur, weil er halt Engage-Probleme hat. Shogard ist natürlich sehr clunky, er ist halt sehr langsam. Sein CC ist ja auch sehr verzögert, sehr vorhersehbar. Du kannst halt das Ganze wirklich einfach dodgen. Und dadurch braucht er halt einfach ein bisschen mehr Mobilität. Was sowieso ein gutes Item für Shogard wäre, gegen das Team wäre ein gefrorenes Herz auch. Ja, auf jeden Fall. Würde sich anbieten. Gegen Asia funktioniert es halt, gegen Caitlyn funktioniert es und auch gegen Nah in der Sideline natürlich nicht verkehrt. Klar, im Frozen Heart stimme ich dir zu, wäre da als drittes Item auf jeden Fall eine Lösung. Nah ist normalerweise auch so gang und gäbe, dass du halt gerne auch eine frühe Bramble West baust. Aber hier, weil man weiß, dass man halt früh aus der Laning Phase rauskommt, muss man nicht dafür gehen. Da steht's mal. Also ich meine, das wissen wir ja. Ja, und das, was da nicht steht, ist, dass danach halt auch ein 5-Way-Tie folgen könnte. Wenn Team Liquid gegen Optic gewinnt. Wenn Optic gegen Team Liquid gewinnt, gibt's nur, vier. Das ist ja schade, du. Oh, ja, nur ein 4-Way-Tie. Aber auf der anderen Seite, wenn One-Hand-Thieves gewinnt, dann gibt's ein Tie um den ersten Platz. Und dann hängt's davon ab, ob Team Liquid oder Optic, wer da gewinnt. Gewinnt Optik, gibt es wirklich nur diesen einen Teil. Gewinnt Team Liquid, dann... Okay, sie werden gesehen. Die Watch steht da an der Seite. Das ist auf jeden Fall ein zweiter Cheese-Versuch. Man ist jetzt zu dritt da dran. Afromo zoned das Ganze. Sie haben Jhin mit dabei. Shogard, der ist jetzt halt mit dabei. Oh, Baron, haben sie safe durch Shogard. Jetzt ist Huni zur Stelle. Der ist gerootet, aber da Cody's Son erwischt worden. Flash hier weg. Double Kill für Papa Chao. Wie teuer ist dieser Baron hier? Meteos hat ebenfalls der Flex 3 Mann bekommen gegen den Baron. Das ist teuer. Die Frage ist, was sie in der Mitte jetzt verlieren. Da ist halt eine Wave, die gerade pusht. Wenn sie den Inhibitor früher verlieren, war es nicht worth. Wenn sie jetzt nur den T2-Turm verlieren und die drei Leute, dann gleicht sich das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen aus. Vielleicht könnte der Nashor sogar noch nutzen, um selber den Turm zu bekommen und könnte das Ganze halt noch so ein bisschen negieren. Aber der Nashor war halt sehr riskant. Die Ward war gut platziert vorher bei Echo Fox. Sie sind hier auf jeden Fall kein Risiko eingegangen.
dadurch hat man halt doch ein paar mehr Kills abgegeben, als er lieb war. Auch hier muss ich sagen, Dadoch hat das wunderbar gespielt. Er hat halt seine ganze Kombination auf Cody's Hand getroffen und da hätte Cody's Hand mehr aufpassen müssen. Wenn er im Teamfight diese Bola direkt flasht, kommt er raus. Man kann halt vielleicht noch mehr machen. Ansonsten hier das Ganze schön kombiniert. Zack, mit der Pfoh. Oh, das war sogar super knapp. Sugar hat nicht mehr gefeastet. Naro-Teammate. Es war wirklich der E von Sugar, der da den Nasher bekommen hat. Ärgerlich. Das Ganze nicht ganz so abgesprochen gewesen. Mit der Vor- und dem Fies hat man das Ganze halt noch sicherer machen können. Aber es hat ja geklappt. Wenn du jetzt den Nasher verloren hättest, dann wäre es halt wirklich ein super GAU gewesen. Ja, das stimmt. So hat man auf jeden Fall noch die Möglichkeit, gerade selber zu pushen, den Turm zu bekommen, sich einen Vorteil zu erspielen. Rio wirklich auch mit 0-0-0 unterwegs, genauso wie Someday. Haben sich hier noch gar nichts zu Schulden kommen lassen, aber auch noch keine Kills mitgenommen. Ja, er gab sich aber auch nicht die Situation bisher. Dafür jetzt der Drache, den man dann mitnehmen kann. Na los, jetzt aber Sugar fies. Wenigstens einmal. Ja, diesmal lassen sie sich mal offensiv. Someday somit mit seinem 7. Stack. Gibt halt noch ein paar extra Leben. Sugar kann das Ganze besser verwerten. Ja, generell ist Sugar da ja Schämmchen, der sehr, sehr viel Leben hat später, wenn er die Stacks hat. Aber er wird auf der Sideline auch Probleme bekommen. Ich bin gespannt, in welche Richtung es für Huni geht. Ob er eventuell sogar einen Blade dort baut, um halt in der Sideline wirklich gegen Sugar extrem effektiv zu werden. Der hat bisher halt relativ wenig Rüstung. Ein Blade mit prozentualem Schaden wäre auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja, man hat jetzt mit dem Baron eben nur diesen einen Turm bisweilen bekommen. Drei Drachen, das wird vielleicht für die anderen Drachen noch interessant. Der Wollendrache ist ja auch gebufft worden. Höllendrache wird es in diesem Spiel nicht geben. Dann wird sowieso der letzte Drache, auch der letzte Elementardrache, das kann man schon mal sagen. Tja, eine Minute noch vom Nasher, der verpufft ja wirklich so ein bisschen. Ja, aber dafür sind hier zwei Turm höchstwahrscheinlich jetzt, also Huni ist da. Dann war es halt insgesamt, wenn man es jetzt halt wirklich Pi mal Daumen rechnet, waren es halt drei Kills gegen den Nasher. Also goldtechnisch war es für One Hound Thieves auf jeden Fall ein kleiner Bonus. Aber insgesamt sind jetzt auch 400 bis 500 Gold vorne, das macht halt wirklich keinen Unterschied. Und die Scalings von Echo Fox sind halt auch ziemlich gut. Oh, Oldex ist nicht da. Das sind sie aber von One Hound Thieves auch. Ja, ja, klar. Sie haben auch ein gutes Team, ohne Frage. Jin, das ist halt immer noch so eine Sache im Late Games. Das Problem ist halt auch, dass Jin ein Problem hat, Tanks kaputt zu bekommen. Ja. Also Sejuani und Naru werden ein großes Problem von ihm sein. Er kommt halt einfach nicht an Oldex ran. Und als Jim bist du natürlich auch immer darauf angewiesen, dass du deine Vor- und Nachmöglichkeit auch auf die wichtigen Carries triffst. Um da halt ein bisschen Damage Burst mit drauf zu bringen. Aber davon mal abgesehen haben sie ja mit Meteor, Someday und auch mit Rio trotzdem noch eine gute Frontline. Und gerade Someday als Sugar bringt immer so ein bisschen extra Risiko für die Carries mit, weil er halt eben mit dem Ultimate, trotz dass er halt ein Tank ist, immer noch gut bursten kann. Da ist immer Obacht gegeben. 600 Goldburn Powerplay. Ja. War jetzt nicht so knackig, aber das war auch zu erwarten, dass man halt drei Kills abgegeben hat. Trotzdem ein guter Versuch. Wenn Echo Fox halt da ein bisschen pennt, dann kann sowas natürlich auch sehr gut ausgehen. Klar. Aber sie haben halt eben aufgepasst. Ja, ich meine, es sind auch wieder weniger Türme auf der Karte und damit auch weniger Vision, weniger Rückzugsmöglichkeiten, mehr Split-Push-Potenzial. Thema Split-Push. Huni heizt da Meteos ganz schön gut ein. Fox ist da. Wollen diesen Turm hier haben. Ah, Warmbox-Effekt wird aber gleich aktiviert werden. Boah, der Knock-Up auf Wall-Tech ist schon mal nicht schlecht, aber man kann es nicht mit dem Follow-Up nutzen. Gleichzeitig pusht da Monte gerade gegen Rio die Midlane rein. Aber die Wave ist weg. Den Turm kann man vorerst nicht nehmen. Asia kann sich auch locker ins Game reinspielen. Beide Midlane auch farmen gleich auf. Klar, Asia hat den einen Kill mehr und den einen Assist. Macht jetzt aber nicht so viel her. Sind jetzt halt beide dabei. Also Ryze hat schon drei Items, Asi wird beim nächsten Baseport auf jeden Fall auch drei Items haben. Ja, oh, da wird es auch so ein bisschen drauf ankommen, wie wer performt. Für Ryze finde ich in einem Teamfight immer ein bisschen anspruchsvoller, das Ganze richtig runterzuspielen. Asi hat da natürlich immer so ein bisschen mehr Reichweite, kann halt von hinten seine Sandsoldaten nach vorne schicken und kann halt einfach bloß auch die Tanks sehr, sehr gut dort im Zaum halten. Ryze braucht halt ein bisschen mehr, wie soll ich es am besten sagen, er braucht halt wirklich mehr Skill. Also bei Ryze kommt es halt wirklich individuell darauf an, welche Combo kann er wirklich landen und auf wen kann er diese Combo landen und wie bewegt er sich. Er hat halt nun mal keinen Gap Close, er hat halt keine Wand, die ihn halt davor schützen kann, irgendwie zu sterben. Und hier natürlich auch einfach mal nochmal der Unterschied. Das Ryze natürlich auch ein Ult hat, was viel Utility mitbringt und viel auch Makro-Gameplay halt beschleunigen kann. Ja, auch ein Sneaky Baron oder... Genau. Allerdings natürlich in einem Teamfight meistens eher irrelevant ist. Seitdem sie abgebrochen wird, wenn er CC'd wird, ja. Davor... Nein, Glück geht das mittlerweile. Ja, ja, davor war das oft auch im Teamfight ein profanes Mittel.
Wir wollen es echt spannend machen. Gut, ist dann hier so ein bisschen allein unterwegs. Ah, der hat wirklich keine Sicht nach oben, muss vorsichtig sein. Minion, die pushen halt immer ein bisschen rein. Auch hier, guck mal, da steht halt immer noch eine Control Ward. Ist halt so deep platziert, aber sie kriegen halt immer wieder irgendwo ein bisschen Informationen. Das stimmt. Durch solche... Also da muss man auf jeden Fall vom Coaching-Stuff ein ernstes Wörtchen reden, dass da die Büsche nicht mit der letzten Konsequenz gecheckt werden. Leute, die Büsche! Wir müssen die Büsche schauen! Ab in den Busch, Männers. Ab in den Busch. Stellt euch vor, ihr würdet Garen spielen. Stellt euch vor, ihr würdet Rengar spielen. Dann ist jeder Busch euer bester Freund. Ja, kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite von Actfox dementsprechend halt auch sehr gut platzierte Wards. Warhammer Thieves, jetzt mit der Möglichkeit, ihr eventuell einen Engage finden zu können. Afromo hat sich gezeigt. Man weiß, dass er da ist, da kommt sofort das Fragezeichen. Und da ist halt Nadi Carry. Oh Gott! Das muss er flashen. Ja, und das ist halt ganz. Why, ganz Cody? Why? Cody Sun. Heal hat er noch gezogen, aber flash nicht. Also wenn er die Bola da nicht flasht. Vor allem, er ist alleine, die Bola fliegt gerade auf ihn zu. Das war nicht mal sneaky. Die laufen halt wirklich gerade. Das ist halt, du siehst die Dampfwalze von vorne kommen und weifst halt trotzdem nicht aus. Ne? Das ist ein Fehler, der darf dir auf einem Profispielerniveau einfach nicht passieren. Nee. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und gerade in so einem Moment, wo der Nashor jetzt spawnt, ist es halt super gefährlich. Man versucht, Huni jetzt hier zu bekommen. Der hat halt keinen Turm mehr da hinten, springt aber mit einem doppelten Sprung dann nochmal zurück. Da hat Meteor man sieht auch davon ab, da jetzt noch hinterher zu engagen. Den unfreiwilligen Fluchthelfer gespielt hier. Ich würde ein bisschen, dass Echo Fox da jetzt sich einfach für den Nashor gerusht haben, während alle halt unten Huni jagen. Zack Ultimate für den Escape. Der steht halt noch auf Cooldown. Ach, Cody-Sun, ey. Hatte da doch etwa Fernlicht an? Oder warum hast du da so wie so ein Reh beim Untergang? Das war ja wirklich auch eine Max-Range-Bowler. Mit dem Dash dazu, der halt einfach da noch dazu kam. Schon gerade mit dem Face-Check, das gar nicht mal so angenehm für Sam. Der ist gut tanky, aber Hälfte Leben sind schon weg. Cody-Sun aber wieder zur Stelle. Jetzt gibt's den Silence nochmal rein. Sam, der hat halt Warmox, deswegen ist das egal. Ist er halt Flash verloren, das ist ärgerlich. Für ihn. Ja, Mythos wird jetzt wahrscheinlich auch seinen Warmox fertig haben. Hoffe ich für ihn. Gerade in solchen Situationen natürlich angenehm, falls er mal eben in so ein Teamfight verwickelt wird, dann halt Lowlife rausgehen kann und nicht heilen kann, ist es natürlich trotzdem immer so ein bisschen gefährlich, wenn der Nashor gerade ab ist. Aber er hat seinen Warmox immer noch nicht fertigstellen können. Das ist ärgerlich. Asitum wird jetzt ja auch nochmal aufgestellt, um ein bisschen Druck zu erzeugen. Und es ist noch ein Cloudbreak gespawnt, den kann man bis gerade nicht so einfach nehmen. Sobald man den jetzt hier angehen würde, würde natürlich sofort der Nashor Rush stoppen. Ja, vor allem ist der Wolkendach nicht so lukrativ gerade. Aber es ist halt der vierte für sie. Also für sie ist der schon irgendwo... Ja, aber nicht auf Teufel komm raus. Also ich glaube ja, auch dann Weiss kann halt mit dieser Mobilität in dem Teamfight schon viel anfangen. Das ist richtig. Also vor allem seitdem es halt gebufft worden ist und auch in Combat gilt. Das ist halt der Punkt. Na, Echo Fox, was eben funktioniert hat, kann ja vielleicht nochmal funktionieren. Warten so ein bisschen in diesem Busch. Legen eine Falle aus, das Ganze wird hier gerochen. Für One of Thieves aber super. Auf der Botlane haben sie einen Slowpush gerade. Einen ziemlich dicken sogar. Ja, also die können halt damit leben, dass sich das gerade so ein bisschen verzögert. Entsprechend muss Huni runter. Ja, genau. Und das ist jetzt der Moment, wo One of Thieves ihrerseits wiederum die Kontrolle über die Vision aufbauen kann. Ja, da was sie auch direkt tun. Das ist immer so dieses Spielchen mit der Wave Control. Okay, man schätzt sich jetzt in die Control Ward rein. Man wiegt den Gegner so ein bisschen in trügerischer Sicherheit. Er hat gerade keine Sicht mehr, aber jetzt hier, nachdem der Schlabberarm nicht ganz getroffen hat, weiß man natürlich, okay, das ist vielleicht ein Säckebusch. Solange Ortec nicht engaged wird, geht's halt immer noch. Mythos findet da nicht wirklich einen Ansatz. Und da, wo sie halt auf der Botlane einen Slowpush hatten, wird der jetzt halt einfach von Huni disabled. Und auf der Toplane hat man halt eine Wave, die gegen einen selber pusht. Man pickt so ein bisschen für den Nashor. Oh, sie gehen jetzt sogar für den Rush. Sie haben im Zweifelsfall noch Ryze und Ultimate. Echo Fox, du ein bisschen, vor allem, wo geht der Teleport hin? Also der Nashor ist auf jeden Fall weg. Den haben sie sicher. Das ist ähnliche Situation wie gerade eben. So, da ist er. Shugart bedankt sich, Ryze holt für den Escape und komm weg damit! Sauber. Solange Ryze nicht gesandt wird, jeder andere kann sie sieht werden, ist ihm komplett egal. Deswegen hat sich auch Sonbill dazwischen geworfen, so. Genau. Der ist groß. Solange Rio halt nicht irgendwie sieht wird, ist das halt bombensicher, aber das war von Echo Fox halt super fahrlässig. Ja. Also das war halt sehr offensichtlich, dass es passieren könnte. Man hat einen Shogat, man hat die vor. Das heißt, auch darauf wird halt in keiner Art und Weise in der Lage sein, das Ganze zielen zu können. Naja, und das hier der Trostpreis. Der Cloud-Bank. Aber wirklich, also das ist ein schlechter Trostpreis. Ah, schön gespielt. One of Thieves. Gerade auch mit dieser Rice Ult gehen sie jetzt kein Risiko ein, wie vorhin nochmal in so ein Teamfight verwickelt zu werden, den sie danach verlieren. Mit dem Rob Ult zogen sie so ein bisschen. Der Nashor gibt hier nochmal einen Stack extra für Sunday. Rice aktiviert sein Ult. Man stellt sich einfach davor, um alles zu blockieren. Und portet halt alle Teammates raus. Also besser hätten sie es nicht machen können. Schöne Entscheidung. Ja. Ja, nicht mal einen Turm oder so dafür verloren.
wirklich nur diesen Drachen abgegeben, was vollkommen in Ordnung ist. Die haben halt selber einen, von daher gleicht sich das aus. Hab trotzdem stärkeren Ahnendrachen und mit dem, vor allem mit dem Bergdrachen, die etwas schönere Drachen-Kombo. Mal schauen, was wir jetzt alles bekommen können. Da hat er auch wirklich schon mal wieder abgeschlabbert, nutzt er noch seinen eigenen Knallzapfen. Ja, aber es gibt einfach, also man sichert hier eigentlich nur, dass man weiter zum Top-Lane-Turm kommt. Der hat keine Kommando-Banners da. Ja, das ist so ein kleiner Nachteil hier. Da fehlt die Artillerie. Oh, die eine Watch steht auch echt schön. So auch Jin ist jetzt nicht so krass, was darin, wenn es darum geht, zum Turm zu pushen. Ja, das ist richtig. Also da wäre eine Caitlyn logischerweise besser. Someday, der wird hier ein bisschen gejagt. Da ist kein Team in der Nähe, um ihm zu helfen. Oh, jetzt kommt Zack natürlich nochmal rein. Er ist lange geroutet worden. Meteors, Ryu dazu, Aphromo, die kommen halt alle einzeln dazu. Aber sie können da noch fast rausnehmen. Jetzt geht's in die Passive. Huni, oh, das ist ein schöner Teleport hier, um nochmal den Teammate zu retten. Der kommt deswegen mit Flash raus. Der Bronze auch gut geheilt. Oh, da ist der vierte Schuss. 1237 Schaden. Schön mit dem Crit, hat niemand blockiert. Huni wird hier aufgegeben. Kann das Ganze auch nicht flashen. Hat das Ganze hier nicht pariert und stirbt noch an einem letzten Schuss vom Jin Ultimate. Der hat ganz schön reingezogen. Ja, aber richtig. Also ein 1237er Crit. Da ist schon eine Hausnummer, du. Ja, jetzt ist Ryo noch dabei, die Midlane reinzubuschen. Überzahlsituation, eine Minute Baron Buff. Ja, und du hast die Tanks halt fast down gehabt. Und aufgrund von der Warmox-Passiven sind sie jetzt halt alle wieder bei vollem Lebenspunkt gestartet. Ja, also Warmox ist nach wie vor stark, trotz des Nerfs, wie man sieht. Ja, und Meeresdrache kommt ja auch nochmal mit dazu. Wird das nochmal reichen? Also Huni ist fast 20 Sekunden noch weg. Na, ich glaube, das schaffen sie trotzdem nicht mehr, das Ganze reinzupushen. Huni wird jetzt gleich wieder da sein. Afro muss selber auch zu angeschlagen, genauso wie Cody sein. Die haben halt beide schon so ein bisschen Lebenspunkte verloren. Das ist natürlich auch irgendwo der Nachteil von Jin. Er hat halt keinen Sustain. Er kann halt nicht so gut Lifesteal verwerten und baut halt auch selten Lifesteal. Ja, er ist nicht gut gegen Tanks, er ist nicht gut, um Türme zu pushen. Warum pickt man Jin? Er ist halt gut in der Lane. Weil er ist halt schon so ein kleiner Bully und kann auch echt gut snowballen. Bringt halt so ein bisschen Engagement. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Someday da so knapp überlebt hat und dann natürlich hier. Ah, ja, Stardock hier auch überlebt hat. Der war schon auf ein Leben runter. Ja, und. Kriegt dann gerade nochmal die Heilung, dodgt hier nochmal den B. Aber auch hier, das haben wir jetzt schon in der Warmox-Passiv drin, heilt sich halt übel hoch, kann mit dem Teleport halt einfach Meteors beschützen. Dann hätte er seinen Teleport sogar durchziehen können. Und hier die Vor einfach. Bam! Huni einfach verkauft worden. Aber letztendlich war es halt ein Kill, der halt zumindest nicht zur Folge hatte, dass halt irgendwo ein Inhib-Turret verloren wird. Das war halt noch vollkommen okay. In den Nash hat man jetzt nicht zu viel verloren. Der Drake, der nächste, wird natürlich relevant. Der Elder Drake. Für 100 Thieves auf jeden Fall sehr lukrativ. Gerade auch, weil sie halt diesen Execute-Schaden haben. Der ist gegen Nashor und natürlich auch gegen den Elder Drake gut. Und sollte da halt irgendwie ein Teamfight entbrennen und sie können sich den Elder Drake sichern. Naja, sie haben halt drei Drakes. Das sind auf jeden Fall die besseren Positionen. Du hast ja vorhin angesprochen, generell auch die Utility mit Ryze, mit der Ultimate. Hilft in solchen Situationen hilfreich, wie wir schon gesehen haben. Huni in der Flauschi-Form. Oh, da ist gerade an eine Fight nicht zu denken. Wieder der Slowpush auch auf der Botlane für 100 Thieves, also wieder gut vorbereitet. Im Endeffekt ist der Slowpush auf der Botlane hier natürlich jetzt nicht mehr ganz so relevant. Wenn es um Lasher geht, ist das natürlich cool. Jetzt ist halt der Slowpush auf der Toplane auch noch ein bisschen wichtiger, aber auch da haben sie halt einen initiiert. Boah, nee, obwohl, das ist der Slowpush, der jetzt gegen sie pusht. Hab nichts gesagt. Die Ward hat da so ein bisschen eine blaue Überzahl angedeutet. Und gerade wenn es jetzt halt um einen Botlane-Objective gehen wird, wie den Elder Drake, möchtest du natürlich auf der Toplane Push haben. Ah, und zieht sich hier nochmal zurück. Sunday wird auch gleich wieder Teleport abhaben, also er kann das Ganze auch ohne Probleme da verteidigen. Das ist 100 Farm hinten. Das stört ihn, glaube ich, aber eher wenig. Das 1 gegen 1 wird er nicht gewinnen, da hat er keine Chance aktuell gegen Huni. Aber er ist halt immer noch eine gute Frontline. Noch nicht, hat er auch nur 8-6 in Anführungsstrichen. Der geht jetzt hier sogar in Richtung Frozen Heart. Wenn er jetzt sein Dornpanzer quasi fertiggestellt hat. Ich vermisse es wirklich ein bisschen. So Frozen Heart wäre ein echt gutes Item gewesen. Ja, denke ich auch. Also gerade gegen Azir und gegen Caitlyn. Das gibt mir halt auch nochmal Cooldown Reduction, was ja auch nicht verkehrt ist. Und Mana. Alles, was das Herz begehrt. Auf der anderen Seite natürlich kann Sugar niemals genug maximales Leben haben. Das kann ich natürlich auch sagen. Je mehr Max-Leben er hat, desto mehr Schaden macht er auch mit seinem Ult. Oh, ja, gut, er kann sich hier immer noch vorne herzuholen. Das ist halt einfach Ninja Meteors. Ah, aber jetzt hat man ihn entdeckt. Na, er hat seinen Red Buff da verloren. Jetzt mit der Ultimate weg. Schnell nochmal die Knallerbse und. Aber er hat noch 45 Sekunden Zeit, bis er den Slasher spawnt. Bis dahin ist sein Ult zumindest annähernd wieder ab. Das ist nicht ganz so tragisch. Weil er einen Red Buff verloren hat, ein bisschen ärgerlich.
So, und natürlich gleich der Ahnenrache da und der Nesher aber auch. Also hier könnte jetzt auch das Spiel sich durchaus entscheiden in solchen Situationen. Caitlyn Straßensperre am Start. Oh, schönes Banshees von der Mont ist schon mal weg. Der W hat getroffen. Ja, die Traps zone halt so ein bisschen. Eine wird eingesammelt, da kommt halt direkt. Ah, wobei, das war nicht der Crit auf Someday. Der gönnt sich hier erstmal. Oh, Knock-Up, der trifft hier, aber das Banshee ist sofort da. Man kann halt kein Follow-Up auf All-Tech finden. Na, unten aber schon mal die Botlane rauszukommen. Nein, die Juno ist auch immer gut, wenn man denkt. Da doch! Will. Der wird aber nicht genug ab. Da Teleport, aber da kriegt er hier ordentlich was drauf, Someday. Muss zurück, jetzt kalt immer geht er zurück, aber da ist der Mega da! Mit der Mega da Ultimate, da Monte und da platzt hier einer nach dem anderen. Someday ist down, Huni allerdings auch. Und jetzt heißt sie nochmal zurück, kalten Ryu. Und da doch, der stirbt dir doch mal! Und Ryu, Double Kill, das ist die Erbse! Och, aktivier sie! Das ist so ärgerlich! Wenn Dardot da nicht stirbt, ist es wahrscheinlich Free Nasher oder Free Elder Drake. Ich versuche jetzt trotzdem den Elder Drake anzugehen. Zack ist aber in Reichweite. Wenn er das Ganze hier, wenn er davon Wind bekommt, dann würde er es natürlich auch verhindern wollen. Das sind halt 278er Crits, ne? Das ist jetzt nicht der größte Damage Burst. Oh, hier kommt nochmal 700 raus. Teleport, also da muss Echo Fox eigentlich echt aufpassen, was in der anderen angeht, wenn das Deal kommt. Jetzt allerdings da rein, die Wall und ja. Das war auf jeden Fall ein guter Suizid. Oh, da wurde nochmal schön geflasht. Ich glaube, der hätte auch gereicht, um ihn zu töten. Ich meine, Kill abgeben und dafür den Ahnenrachen verhindern ist okay, aber die Frage ist, wäre das notwendig gewesen, wenn da doch halt down ist und... Naja, sie wussten halt leider halt nicht genau, ob der Gegner jetzt halt dran ist am Elder Drake oder nicht, dafür stand halt zu viel Control-Bots da. Also hier ganz, ganz klar, Echo Fox mit größerer Kontrolle und zwingt damit Ryu halt irgendwo ein Risiko in Kauf zu nehmen. Na, ärgerlich, aber der Teamfight hier war halt echt schön mitgenommen. Someday ist halt bei Fahr nicht so tanky, wie er gerne wäre. Kriegt halt viel Schaden von Asia, hat nun mal keine Adaptive Fame, der das Ganze reduzieren könnte. Jetzt wenn man hier engagen, trifft auch alles. Wenn der Knock-Up hier auf Dardoch getroffen hätte, hätte man ihn direkt eliminieren können. Aber so kriegt man jetzt halt alles direkt auf Someday raus, er muss rausflashen. Und auch Aphromo hat halt nicht genug, dann kommt da halt mega nah reingeflogen. Man kriegt halt direkt den CC auf Someday raus, Aphromo ist tot. Und damit natürlich auch schwierig, das Ganze zu fighten. Schön, dass man nochmal den Burst zumindest von Shogard auf Hoodie trifft, dadurch ist er früh gestorben. Thema fighten, Ryu ist noch down. Ja, den Eldrick haben sie. Das ist mit einem Drachen nicht ganz so stark. Das ist noch ein sehr ergebnisoffenes Spiel hier. Oh ja, aber es ist halt immerhin der erste Elder Drake von zweien, die ja möglich sind. Auch der zweite Elder Drake. Auch wenn sie bis einen Cloud Drake haben, der wäre schon knackig. Vorsicht, Leute. Ryu, der kommt jetzt unten aus der Flanke. Aber als Flankierer, da gehst du immer ein Risiko ein. Oh, Huni hat den Ult verfehlt. Oh, Mietis will jetzt hinten rauf. Oh, Ryu ist da. Ult. Oh, das ist gut gemacht hier. Und jetzt ist Ryu, der aufräumt. Bums, Huni. Abgeholt, One of Thieves hier auf sehr, sehr gutem Wege. Und jetzt müssen sie ja alle das Weite suchen gerade. Oh, Meteos mit so einem starken Engage. Halleluja. Alter, keine Chance gehabt, da noch irgendwie rauszukommen. Schön von hinten und jetzt geht's da Richtung Baron. Na, dadurch lebt zwar noch, aber ist super weit weg jetzt gerade. Alle in der Base, alle am Kuscheln. Na, der Drache, der Baron, den haben sie safe. Da ist aber noch keine Entscheidung, denn man sieht halt gutes Wave-Control-Management von Echo Fox. Slow-Push auf der Top-Lane. Ah, das war so stark für Meteor. Guck mal, er wartet hier, ist halt oben bei den Raptoren, niemand sieht ihn, kommt von hinten und er ist halt wirklich wie ein Assassin. Engage da auf All-Tech, Real kommt, durchbricht den Space-Shield und dann kommt halt eine 3-Mann-Sack-Wolf. Wobei, der Monte wurde gar nicht mitgenommen. Warum auch immer da Monte das Ganze nicht getroffen hat. Ich glaube, hat er seinen Space-Shield da nochmal zurückbekommen? Weißt du, sein Banshees, weiß ich nicht. Nee, nicht den Blackshield. Ich glaube, er hat sein Schild vom Banshees. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe Blackshield verstanden, Entschuldigung. Das war auf jeden Fall ziemlich lucky für ihn. Ansonsten wäre da Monte da, glaube ich, auch noch gestorben. Also ein bisschen Glück im Unglück. Aber letztendlich kriegt man halt 2 Kills und den Nasher. Meteor ist hier auf jeden Fall derjenige, der das Ganze gecarried hat. Ryu kommt aus der Flanke und Ortec wird zurückgelassen. Ja, dafür hat sich halt niemand mehr interessiert, wenn man nicht wusste, wo Zack war. Weil man sich halt sicher, dass Ortec das hier da hinten alleine irgendwie runterspielen kann. Aber nee, nix ist. Ohne Summoners hat er da kein Potenzial gehabt. Also auf jeden Fall noch alles offen in diesem Spiel, auch wenn One of Thieves jetzt einen Vorteil hat. 2,5 Minuten lang mit dem Baron. Zwischen uns haben wir auch ein bisschen dicker geworden hier. Oh, der wird gefüttert. Kraftfutter für Cho'Gath. Ach, wo sind nur meine Kommando-Banner geblieben? War das nicht eine schöne Meta? Hier sehen wir auf jeden Fall keins. Das ist natürlich den ganzen Nasher so ein bisschen Potenzial wegnimmt. Das ist natürlich trotzdem ein starker Nasher. Mittlerweile kann der ja auch bis zu 80 AP geben, je nachdem wie viel Zeit er verstrichen ist im Game. Wann hat er den Cap von 80 AP? Bei welcher Minute? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube bei 50 Minuten ist das letzte Cap. Oder ist es schon bei 40 Minuten? Es kann auch schon bei 40 sein sogar. 20 fängt es ja an.
kann mir halt vorstellen, dass halt in der doppelten Zeit quasi auch die doppelten AP entstehen. Weil du ja bei 20 Minuten kriegst du halt einen 40 AP Nasher. Das Ganze verdoppelt sich dann halt nochmal im Laufe der Zeit. Ja, auch Huni. Er hat halt sehr, sehr aggressiv auch auf den Split-Push jetzt hinausgebaut mit dem Blade. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also er kann im Teamfight nicht ganz so viel ab. Aufpassen, auch hier wieder wichtig. Der Banshee-Schild wurde gerade ausgelöst. Ein falscher Step. Und der Monte stirbt. Er hat keine Läuterung mehr parat. Und ein Ort, der kann schon ein bisschen was kassiert. Hat, war auch schon Lifesteal dabei. Das Binding. Hier nochmal auf Shogas. Man blockt ihn nochmal schön. Cody-Sun. Der wird beschützt, damit Dardoch ihn auch ja nicht abbrechen kann mit seinem Ult. Ja, da merkst du aber auch schon. Also oh, der Monte hat das gerade überlebt. Jin ist kein Tankschredderer. Nee, aber kann halt, man sieht es hier und da doch mal einen guten Treffer in die Backline landen. Erster Ende, Turret ist down. Das Net trifft ja auch. Huni wird nochmal ganz lauschig. Ist, ja, genau das. Und jetzt geht Dardoch rein mit seiner Ultimate auf Sugar Thunder mit Flash. Und jetzt der Regage von Meteos. Die Arceus-Wall schubst ihn allerdings wieder raus. Rio noch gar nicht dabei gewesen. Ah, kriegt hier zumindest den Root unter. Ah, wenn Rio dabei gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes geworden. Das war echt schön reagiert von Damonte eben. Der ist mit seinem E aggressiv, also nach vorne, dem Zack-Sprung ausgewichen, hat Zack danach mit seiner Wall direkt wieder aus dem Team rausgeworfen. Puh! Der Asylturm hat auf jeden Fall gut kassiert. Aber sind jetzt halt wenig Summoners, wenig Ult-Cooldowns vorhanden bei Echo Fox. Was es natürlich schwieriger macht, diesen Inhib jetzt zu verteidigen. Weiß immer mal, wie er mit dem Schuss den er treffen kann. Meteos wartet schon so ein bisschen darauf, vielleicht eine Engage-Möglichkeit zu finden. Echo Fox müssen jetzt wirklich vorsichtig sein, ob sie das Ganze halt wirklich so hart verteidigen wollen. Jetzt wäre schlussendlich halt nur ein Inhib. Aber der Nash ist jetzt mittlerweile auch wieder ausgelaufen. Meteos, der lädt schon mal seinen Sprung hier auf. Alltag soll natürlich das Ziel sein. Aber er macht sich bloß bereit, falls der Gegner halt da irgendwas verteidigen sollte. Aber die Sidewaves einfach krass am Pushen. Die Toplane und Botlane ist auch eine, auch ein Slow-Push für One of Thieves. Der allerdings den Turm wahrscheinlich gar nicht erreichen wird. Alltag wird jetzt bei Zeiten wahrscheinlich auch noch seine Schuhe verkaufen. In Richtung letztes Item zu gehen. Da wäre halt zum Beispiel so Phantom-Dancer nochmal eine gute Wahl. Ja. Der hat einfach nochmal sowieso Movement-Speed gibt, um halt den Schuh-Nachteil so ein bisschen auszugleichen. Aber auch die 100% Crit-Chance. Ich meine, man sieht's ja, Cody-Sun hat schon alles verkauft an Schuhen. Er hat seinen Phantom-Dancer. Vorteil bei Phantom-Dancer ist halt auch einfach nochmal, dass es ein bisschen Lauftempo gibt. Der größte Unterschied wird hier natürlich im Late-Game. Der Unterschied zwischen den Midlanern ausmachen, je nachdem, wie sie halt performen. Also die sind halt einfach fürs Late Game beide bombastisch stark. Und Caitlyn hat einen Fehltritt sich erlaubt und Ryze halt einmal freie Bahn bekommt, dann war's das. Und Alltag muss halt immer sehr, sehr lange diesen Zack-Jump halt respektieren. Das ist für ihn natürlich schwierig. Wenn er, glaube ich, wenn der Zack-Jump kommt, wenn er ihn flashen kann, ich glaube, dann kann er sehr, sehr gut von hinten aufräumen. Aber wenn er halt mit dem Zack-Jump nicht aufpasst oder Black Shield halt eine Millisekunde zu spät kommt, dann wird es schwierig, diesen Teamfight runterzuspielen. Und Tan war natürlich so ein bisschen im Vorteil durch den Inhib, den sie sich halt da gegarnert haben. Aber das Game ist noch nicht gewonnen für sie. Auch hier, 3000 Gold machen halt wirklich gar keinen Unterschied aus. Nicht mehr bei 45 Minuten, nicht mehr bei 80.000 Goldwerten. Der nächste Elder Drake, der ist in 1,50 da, genauso wie der Nasher. Ist das der dritte oder vierte Nasher schon? Der vierte müsste es, warte mal, zwei. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Der dritte, glaube ich. Oder? Wurde auf jeden Fall schon einige große Objectives genommen. Der erste war ein 600 Gold Baron Powerplay, der zweite, es müsste der vierte sein, glaube ich. Monte jetzt auch ein Full Build. Das ist jetzt halt wie gesagt Goldwerte, die übersteigen jede Skala. Die Solo Lanes sind halt alle schon dort bei ihrem vollen Item jetzt angekommen. Gleichzeitig natürlich die Supports und die Jungler, die sich dann auch so ein bisschen quälen müssen. Sie haben halt weniger Gold zur Verfügung, das ist aber ganz natürlich. Und auch Someday ist halt einfach aufgrund seines Farmdefizits ein bisschen hinterher. Aber wenn er sein letztes Item aufgebaut hat, dann kann Huni halt 300, 400, 500, dann kann er 600.000 CS-Vorsprung haben. Du kannst halt nicht mehr als 6 Slots in deinem Inventar besetzen. Da kann Sugar gerade bloß noch aufholen. Ja, deswegen, also Gold ist da komplett egal, der Goldvorteil jetzt. Und Sugar im Late Game ist halt wirklich, ist halt stumpf. Du weißt, das Glory aktivieren, auf den Carry flashen, die ihm halt einfach 2/3 Leben abziehen. Ja, er braucht halt nur dieses Item jetzt nochmal, irgendwann fertiggestellt. Ja, und nach Möglichkeit braucht er halt die Voraussetzung, dass der Monte halt keinen Special mehr hat.
damit er ihn halt wirklich unter Druck setzen kann. Weil wenn du halt auf ihn raufflasht, naja, und du haust dein Ult in Spell Sheet rein, da hast du gelitten, dann hast du ein ganz großes Problem. Andrache und Baron weiß jetzt da, wenn Echo Fox den zweiten Andrachen bekommt, gibt's halt nochmal so viel mehr Damage. Die haben halt aber nur einen Elementardrachen gehabt, aber nichtsdestotrotz, das ist einfach 135 plus 90, glaube ich, für jeden weiteren Drachen. So, und jetzt geht's auf. Schnell fertig, der ist definitiv zu Ende. Und Huni hat eine gute Position. Echo Fox haben die Möglichkeit, das ganze Ding jetzt hier gut runterzuspielen. Mietius wollte rein, ist hinten noch da, aber es gibt keine Möglichkeit gerade. Huni hat trotzdem. Mietius kann auch nochmal gut engagen. Oh, damit rechnen die nicht. Neo Nimmer, der kommt in Sprung. Huni mittendrin, kann aber rausspringen. Ärgerlich für Mietius auf jeden Fall. Rio, beide Summoners down. Was ein Hin und Her. Und jetzt sie selber mit dem Nash Call. Sie porten mit dem Rice Ult, sind halt direkt im Pit drin und wollen das Ganze jetzt gebongt nehmen lassen. Na, ist halt klein und flauschig. Ja, Sugar Ult haben sie auf jeden teuer Fall. Wird's, nutzt teuer man wird's. Nicht. Diesmal keine Sejuani Ultimate für den Engage möglich. Raum Ultimate ist raus, einfach für den Disengage. Damonte. Damonte! Oh Gott. Wenn der gestorben wäre, auf deiner Seite Summoner eigentlich so ein Tanken. Huni gleich wieder in der Mega nach Form. Mietius jetzt vorne. Und da ist er wieder in der Mega nach Form. Rio muss zurück. Sie haben halt den Andrachen gegen den Baron. Ah, Huni hat doch keinen Ult. Das ist jetzt schwierig abzuschätzen, was wirklich Mehrwert ist. Ein Baron, der dir halt ein bisschen Power über die Stats gibt. Oder halt einen Andrache, der dir halt für jeden Drake quasi 90 True Damage gibt. Und halt nochmal diesen Grund True Damage. Aber natürlich ist halt auch der Elder Drake, der hält ja jetzt auch unwahrscheinlich lang. Wie lange hält er? 4 oder 5 Minuten, wenn du den zweiten 5 Minuten, ist verdoppelt. Also normalerweise 2,5 und mit dem zweiten ist halt verdoppelt. Also das heißt, er hält halt länger als der Baron jetzt. So ärgerlich, aber guter Move von Echo Fox. Alter, macht hin, ich will ins Bett. Ja, viel Spaß, ne? Danach gibt's... Jo, wenn Echo Fox jetzt gewinnt, dann haben wir danach vielleicht noch 4, vielleicht auch 5 Games. Ja, genau das. Also mindestens 4 Games für den Echo Fox. Sogar mindestens 5, weil er danach sogar noch Optic Gaming spielen muss. Wir sind ja noch nicht... Achso, ja. Das sind ja noch nicht mal regulär beim letzten angekommen. Das stimmt. Die Tiebreaker, die stehen... Aber wer will schon schlafen, Freunde? Ja, wer will schon schlafen? Brauchst du nicht. Ist nicht. Wir machen direkt durch. Machen wir halt eiskalt wirklich. Adaptiver Helm jetzt für Sunday, was immer sehr, sehr wichtig ist in puncto Tankiness, gerade gegen den Azir. Ganz ehrlich, wenn wir bis 7 Uhr morgens hier sind, dann renne ich das Video nachher noch fix fertig. Die guten Dodo Wars und danach fange ich direkt an zu streamen. Dann gehe ich, glaube ich, wirklich nicht pennen. Wenn wir bis und abends, Mori, weißt du ja. Theoretisch könnte es sogar 8 Uhr werden. Will ich aber, dass Franz Brötchen mitbringt. Ja. Das sind die Mindestvoraussetzungen. So, jetzt geht's drauf. Sunday hat schon eine Menge Schaden genommen. Allerdings ist Uli auch low. Jetzt die Schüsse von Jin. Einer geht daneben. 1,5 Minuten noch. Der Bellenbuff. Oh, sie kommen halt wirklich nicht da vorne. Es ist halt immer so haarscharf. Ein Teamfight kann das ganze Spiel entscheiden. Deshalb will man hier natürlich keine Fehler machen. Ein einziger Catch, den man bekommen könnte. Und das Ding ist halt over für beide Seiten. Fehlt halt leider noch so ein bisschen der Elder Drake Timer. Das ist halt noch schön zu sehen. Ja, Korea hat das. Alter, der Damage im gesamten Spiel. Shogat hat gar nicht so viel gemacht, wie ich gedacht hätte. Oh, Sunday, der kassiert so ein bisschen was. Hat die Passive gerade von Sejuani drauf. Die ist gerade auch ausgelöst, aber Mietius geht da mitten rein und jetzt die Ultimate. Oh, wie gut, der Bot ist down. Oh, wie bitter. Huni jetzt nochmal mit der Ultimate, aber das kann man nicht nutzen. Das könnte das Spiel sein. Und das Ding ist, wenn One of Thieves gewinnt, gibt es entweder 1 oder 5 Tiebreaker. Kannst du da gar nicht. Ja, ist halt wirklich so. 1 oder 5, aber auf jeden Fall kein 5-Way-Tie. Das kann man zumindest sagen. Okay, der Enemy ist down. Der Elder Drake ist zwar immer noch da, aber das ist jetzt natürlich eine brutale Unterzahlsituation. 3 gegen 5. Aber man darf auch nicht Alltech unterschätzen. Alltech ist immer noch da. Er ist der Carry, der das Ganze noch reißen kann. Knock-up trifft ihn nicht. Sunday kassiert so ein bisschen was. Muss jetzt mal auf seine Warmox warten. Wird natürlich alles verzögert durch diesen 2-Damage-Buff, der auch verzögert dort seinen Schaden ausübt und dementsprechend... Botlane, Toplane, beide pushen. Huni ist noch über 1/2 Minute tot und Damonte auch noch lange. Du kannst theoretisch Mietius einfach da vorne reinjagen. Man hat immer noch einen Teleport, um ihn zu verteidigen. Ja, Sunday heilt sich gerade mit Warmox wieder hoch. Oh, Afromo kassiert hier so ein bisschen was. Ja, Mietius, der geht jetzt rein. Der Knock-up. Welchen ist ausgelaufen? Er hat ihn! Das ist es! Das ist es! Mietius! Das muss es sein. Und das ist der erste Turm. Das ist der zweite Turm. Jetzt... Freunde auf den Nexus! Haut den weg und ja!
100 Thieves, die gewinnen das! Damit kein 5-Way-Tie, aber trotzdem 5 Spiele möglich. Das auch nochmal zu betonen. Ja, damit sind es nicht 5 Teams, die gleich sind. Damit spielen diese beiden Teams nochmal gegeneinander heute. Im Spielplatz 1. So, damit gibt es jetzt exakt 2 Szenarien noch. Je nachdem natürlich, wie Optik gegen Team Liquid spielt. So viel kann man sagen. Die wollten das aber auch echt noch spannend machen. Das heißt halt, gewinnt Optic Gaming, gibt es nur ein Tiebreaker, nämlich um Platz 1. Dann spielen diese beiden Teams nochmal. Cloud9, CG, TSM sind im direkten Vergleich soweit gesetzt, dass Cloud9 Dritter wäre, Clutch Gaming wäre Vierter und TSM wäre Fünfter. Ja, das wäre dann fix. Sollte allerdings auf der anderen Seite Team Liquid gewinnen, ja, statt Optic, dann gäbe es trotzdem 5 Spiele, weil es gäbe ein 4-Way-Tie mit Team Liquid, Cloud9, TSM, Clutch Gaming. Ja, 4-Way-Tie, 4 Spiele. Und Echo Fox und Modern Thieves müssten auch nochmal ran. Also es wären dann trotzdem 5 Spiele, obwohl es kein 5-Way-Tie ist. Es hängt also an Optic und Team Liquid, ob es 1 oder 5 Spiele werden. Was auf jeden Fall klar ist, Echo Fox und Modern Thieves werden wir auf jeden Fall nochmal heute sehen. Ja. Es war ein sehr knappes Spiel. Beide Teams wirklich sehr erhaben, haben sehr geduldig gespielt. Und hat viel rausholen können. Thanks, guys. I'm here with Afremu. Congratulations on that victory against Echo Fox. What's going through your head right now? That was a rough game. Echo Fox did really well. We also had to play them later for the tiebreaker for first place. So hopefully it's not as long as that one. I was about to say your day is going to get even rougher. You are going to play them again. Not asking for strategy, but how are you going to do it? Same way we did just now. A little cleaner, though, hopefully. All right, cleaning it up for later in the day when you do face them. Best of luck to that. For more on the game, let's hear from the analyst desk. Ja, das ist ja halt wirklich so. 50 Minuten Games, die ziehen halt ganz schön an die Nerven. Das stimmt, das stimmt. Vor allem, wie gesagt, es ist so witzig, dass die beide nochmal gegeneinander spielen müssen. Das ist quasi nochmal eine Rückrunde. Aber es ist halt das Duell um Platz 1. Ja, es ist also, das Witzige ist ja, egal was passiert, Platz 1, Platz 2 sind jetzt eigentlich schon fest. Das heißt, wir wissen, wer im Viertelfinale ist. 100 Thieves und im Halbfinale direkt. Und wir wissen halt auch, dass halt alle anderen direkt im Viertelfinale sind. Das heißt eigentlich, das Einzige, was wir jetzt in den ganzen Tiebreaker noch ausspielen, ist das Seeding, wer spielt gegen wen. Aber nicht mehr, wer kommt in welche Runde. Nice. Also ich bin jetzt absoluter Power of Evil-Fan. Ich bin selten parteiisch, aber jetzt bin ich für Optik, weil das bedeutet halt wirklich nur noch das Tiebreaker um Spielplatz 1. Das ist auch spannend. Also das gehe ich wenigstens mit. Ja, bei all der Kritik an dem System, aber dann kann man wenigstens sagen, geil, es gibt nochmal ein Bonusmatch um den ersten Platz. Finde ich super. Aber nochmal 5 Spiele? So, ganz ehrlich, wenn Franz mir dafür frische Brötchen bringt, dann spiele ich auch gerne noch, oder dann caste ich auch gerne die 4 Tiebreaker. Das sind ja 5 Tiebreaker. Es ist ja der 4-Way-Tie plus den Tie um Platz 1. Das sind 5 Spiele nochmal. Also nochmal quasi Doppelschicht. Wir brauchen das heißt, und ein Ei, bitte, Frank. Das heißt, du willst, dass Team Liquid gewinnt? Ja. Für wen seid ihr, Freunde? Ja, ich ahne die Antwort. Ja, viel Action, viele Spiele, viel NA. Ich hole mir Kaffee. Ja, da bin ich auf jeden Fall vorbereitet. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Bis gleich. Nicht mit dem letzten Spiel für heute.